Hey meine Freunde, hier ist mal wieder Fight für den JF Blobs. Moin! Heute geht's um diese App hier. Genau die, ja. Und zwar ist das der Display Recorder, womit ich auch eigentlich alle Apple-Videos so mache an sich. Ich mag den wirklich sehr. Hat mich zwar damals 8 Euro gekostet oder sowas, aber ein Kumpel von mir hat erzählt, dass es den vor kurzem auch für 4 Euro noch was gab. Naja, ich zeige euch mal so ein paar so ein bisschen die Einzelheiten. Ja, mein Hund fiept ein bisschen rum. Also, ja, das Logo selber sieht so aus. Das hier, Display Recorder. Das habe ich jetzt halt bei Apple Zeugs drin, denn ihr seid hier ja irgendwie bei Apple Zeugs. Und wenn man die öffnet, hoch, hat man hier einmal Fragezeichen. Das ist Help. Da stehen alle Informationen drin, die man so braucht. How toss. Genau. How toss. iOS Devices, iPhone 3GS, 4, 4S, iPad, iPad 2, iPad 3, iPod Touch, dritte und vierte Generation. iOS, 4 und später, bla bla. Ja. Hier sind halt alle Einzelheiten drin. So, dann habt ihr hier eure Aufnahmen. Und hier sind die Einstellungen. So, Record Type, Audio und Video. Ob was weggeschnitten wird, immer das Beenden oder sowas halt. Show Tips. Ich glaube, ja, das heißt, die Fingerbewegungen zeigen. Das ist cool. Das muss ich mir merken, das lasse ich ab jetzt mal drin. Die Capture-Methode, ja, ist klar. Screen Capture oder Direct Access, das ist, wenn es Screen Capture muss man eigentlich des Öfteren nehmen für hochqualitative Spiele, aber wenn ihr nur kurz was in Einstellungen oder sowas zeigen wollt, nehmt lieber Direct Access. Englisch, wo bleibst du? Wo bist du? Video Orientation, also ja, Modus, Landscape, also Landschaft, also jetzt die Sicht, die auch sieht, 16 zu. Ne, gar nicht. Doch, 16. Zu, nee, es ist nicht 16 zu 9, das was weggeschnitten. 15 zu 9 oder sowas müsste das sein, ich bin mir da nicht sicher. Ja, Video Codec. Gut. 3 Minuten, kurzes Apple-Zeugs-Video heute. Ciao. Abonnieren.